Adhkar al-Sabah al-Masa. Was, wann ist die richtige Zeit dafür? Die Bittgebete zu machen, die der Prophet Muhammad s.a.w. gesprochen hat, morgens und abends. Ja, morgens und abends. Und bevor ich zu dem Punkt komme, vielleicht der eine oder andere würde sagen, vielleicht, wie, warum und Blut, darf man nicht, haram und so, ne? Man darf ja eigentlich kein Blut essen, trinken. Ja, abgesehen von dieser Sache. Ja, abgesehen von dieser Sache. Die haben es gemacht und es war inshallah auch rechtens und eine Ausnahme beim Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und es war definitiv für ihn nichts Giftiges oder Ungesundes. Ja, im Gegenteil. Aber wie auch immer, nur kurz dazu, inshallah, bevor irgendeiner einen Kommentar schreibt oder komische Gedanken hat. Die Sahaba radiallahu anhum, die haben sich gestritten quasi. Ja, gestritten und beeilt, wer kriegt zuerst, wenn der Prophet Muhammad das irgendwo Wudu gemacht hat, das Wasser, Fadl von seinem Wudu, er hat Wudu genommen, das Wasser, was dann runtergeht, sie haben sich um dieses Wasser gestritten. Ja, oder um seinen Schweiß, sallallahu alaihi wasallam. Ja, warum? Weil es der Gesandte Allah ist und er ist gesegnet und alles von ihm war gesegnet. Und trotzdem, wir beten ihn nicht an. Und wir dürfen ihn nicht anbeten. Wir dürfen ihn nicht verehren, mehr als er darf. Mehr als er ihm gebührt ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Mehr als man darf, was eine Verehrung ist, die nur Allah gebührt. Deswegen machen wir keinen Schirk, wie zum Beispiel die Shia oder bestimmte Sekten oder wie die Kuffar. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat das selber gesagt. Er sagte, stellt mich nicht eine Stelle, stellt mich nicht über der Position, die mir gebührt. Weil ich bin nur der Diener von Allah und sein Gesandter. Ich bin nur sein Diener und sein Gesandter. Und er sagte in anderen Hadithen, La'an Allah al-Yahud wal-Nasara. Verflucht hat Allah die Juden und die Christen. Sie haben die Gräber ihrer Propheten zu Gebetsstätten gemacht. Und das ist im Islam nicht erlaubt. Wenn du weißt, du bist in der Türkei, Marokko, in deinem Land, und du weißt, in dieser Moschee ist ein Grab drin, nicht darin beten. Geh in eine andere Moschee und bete woanders. Nicht in dieser Moschee beten. Wenn du gebetet hast und du wusstest das nicht, dein Gebet ist inshallah angenommen, akzeptiert, kein Problem. Ja? Was ist das im Hintergrund? Rockmusiker? Ne, das ist hier Halloween. Die machen hier nur Feuerwerk. Okay, worüber habe ich gerade geredet eigentlich? Jetzt gerade? Wenn man in eine Moschee geht. Genau, mit den Gräbern. Der Prophet Muhammad, was man sagte, verflucht sind sie. Warum? Weil sie haben den Propheten einen höheren Stellenwert gegeben, als man darf und einen Anbetungsstellenwert. Ja? Einen Stellenwert der Anbetung, der Ibadah, die Verehrung, die nur Gott gebührt. Ja? Und dann haben sie, und er sagt, behandelt mich nicht so. Der Prophet Muhammad sagt ja immer, behandelt mich so, ich bin sein Diener und sein Gesandter. Nur sein Diener und sein Gesandter. Ich bin ein Sklave von Allah, ein Diener, ein Knecht von Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter. Und genauso wie sie es alle waren, alle Propheten von Allah azza wa jal, waren alle seine Diener und seine Gesandter sallallahu alaihim ajma'in oder alaihim salatu wassalam. Letzter Punkt, inshallah, barakallahu fikum, liebe Geschwister, die Adhkar, Allah zu gedenken, morgens und abends. Diese bestimmten Adhkar, die uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihim beigebracht hat, die auch in Husn al-Muslim stehen. In diesem kleinen, Büchlein, was sehr, sehr wichtig ist, lernt ihr auch gerade, ne? Ja? Sehr, sehr wichtig ist für einen Muslim zu lernen, weil in diesem kleinen Büchlein stehen die ganzen Adhkar. Wenn einer den Propheten Muhammad s.a.w. liebt, der muss schon einiges wissen, was da drin steht. Weil darin steht, was der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt oder getan hat, wenn er aufgestanden ist vom Schlaf. Wenn er sich hat schlafen legen, wenn er sich hat schlafen legen, was er gesagt hat. Was er gesagt hat, wenn er ins Badezimmer gehen wollte. Was er gesagt hat, wenn er aus dem Badezimmer rausgegangen ist. Was er gesagt hat, wenn er aus dem Haus, wenn er das Haus verlassen hat. Was er gesagt hat, wenn er sein Haus betreten hat. Was er gesagt hat, wenn er in die Moschee gegangen ist. Was er gesagt hat, wenn er in die Moschee reingegangen ist. Was er gesagt hat, wenn er aus der Moschee rausgegangen ist. Was er gesagt hat, wenn er einen begrüßt hat, der gerade von einer Reise kam. Oder jemand, der gerade auf eine Reise geht,
was er ihm gesagt hat. Was derjenige sagt, wenn er auf eine selbst, auf eine Reise geht. Was du einem sagst, bei dem jemand verstorben ist. Ja, wenn du einem Beileid wünschst. Was der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, demjenigen. Was derjenige selber sagt, bei dem jemand gestorben ist. Was jemand sagt, wenn ihm ein Übel trifft. Was jemand sagt, wenn er gerade wenn er keine Sicherheit hat und er in Angstzustand ist. Wenn er gerade, was er sagt, wenn er ein Kind bekommen hat. Was er sagt, wenn er das, wenn das, wenn das, wenn das. Alle, also sehr, sehr viele verschiedene Sachen, ja, stehen genau da drin, was der Prophet Muhammad s.a.w. in den verschiedensten Situationen gesagt und gemacht hat. Ja, gesagt und gemacht hat. Und wie er es gemacht hat. Mit welchem Fuß er reingegangen ist, mit welchem Fuß er rausgegangen ist. 1:1, ja. Und diese Sachen, liebe Schwester, sind ja die Sünde des Propheten Muhammad s.a.w. Und da lernst du viel von diesen Bittgebeten. Auch diese Bittgebete, die man spricht, wenn man das Gebet anfängt, wenn man im Ruku' ist, wenn man in der Niederwerfung ist, im Sujud, wenn man aufsteht, wenn man sich hinsetzt, am Ende des Gebets. Sehr, sehr viele Bittgebete, ja. So, und darin stehen diese Bittgebete, die der Prophet Muhammad s.a.w. auch morgens und abends gesprochen hat. Sehr, sehr wichtige Bittgebete, die sehr, sehr viel Nutzen haben. Schutz vor Shaitan, Schutz vor Übel, Schutz vor Unfällen, Schutz vor Auge des Neiders, Schutz vor Dschinn, Schutz vor Satan. Ja, ist alles in diesen das Büchlein, gibt es auch als App, gibt es auch als, ja, in allen verschiedenen Sprachen übersetzt. Hisnul Muslim heißt das, ja. Ganz kurz noch dazu, nicht alle Bittgebete, die da drin stehen, sind alle authentisch. Und manche sind authentisch, manche sind quasi so, darüber gibt es Meinungsverschiedenheiten, manche Gelehrte sagen, die sind authentisch, andere sagen nein. Und manche sind auch vielleicht schwach, ja, weil jeder Schriftsteller und jeder, der so ein Buch schreibt, ist nicht perfekt. Es gibt manche, die sind vielleicht auch nicht authentisch, wenn es wirklich so ist, dass man weiß, die meisten Gelehrten sagen, es ist nicht authentisch, dann braucht man das nicht zu machen, weil dann ist es nicht die Sunna. Aber inshallah, die meisten Bittgebete, die da drin stehen, sind inshallah authentisch. Ja, oder viele davon. Viele bis die meisten, würde ich sagen. Definitiv. So, wann ist aber der Zeitpunkt, wann man diese Adhkar spricht? Die morgens, die Adhkar al-Sabah, die Morgen-Adhkar, ja, morgens früh, die fangen an ab dem Fajr-Gebet. Ja, ab dem Fajr-Gebet ist der Zeitpunkt, wo man die Morgen-Adhkar macht. Am besten dann, nach dem Morgengebet. Das ist die beste Zeit. Aber allgemein im Morgen, ja, in den Morgenstunden ist es am besten. Ja? Wann ist es am besten? Oder wann kann man die nicht mehr machen? Wann ist die Zeit vorbei dafür? Duhr-Gebet ist definitiv vorbei. Ja? Das Duhr-Gebet, wenn das nächste Gebet reinkommt, das Mittaggebet, dann ist es definitiv vorbei. Okay? Am besten morgens früh, weil in diesen Bittgebeten sind ja, ist ja auch einiges davon, ist der Schutz von Shaitan und vor Übel. Ja, und wenn du in deinen Tag reingehst und du hast schon diesen Schutz dabei, quasi von Allah subhanahu wa ta'ala, diese Baraka, diesen Segen dabei, dann ist es am besten für dich. Okay? Wann macht man die Abend-Adhkar? Die beste Zeit dafür fängt wann an? Fängt an ab entweder dem Duhur-Gebet oder Asr-Gebet. Mittaggebet oder Abendgebet. Warum Mittaggebet oder Abendgebet? Manche Gelehrte sagen, der Abend fängt dann an, wenn die Sonne am Horizont ist, also Duhr ist ja, wenn die Sonne am Horizont ist, also ganz genau über uns quasi. Ja, ab dem Zeitpunkt fängt ja die Sonne dann an wieder. Ja, sie geht ja von morgens bis zum Mittag ist sie am Horizont, ganz oben. Und ab dem Mittag fängt sie ja an wieder runterzugehen. Deswegen manche Gelehrte sagen, ab dem Duhr-Gebet kannst du schon die Abend-Adhkar sagen. Andere Gelehrte sagen, nein, ab dem Asr-Gebet, nach dem Nachmittagsgebet. Ja, weil dann ist die Sonne quasi, dann geht sie richtig runter und das ist der Abend und dann ist der Abend. Ja? Und wenn du es aber vergessen hast, dann sagen sie auch, ist egal, dann kannst du es auch abends, später am Abend oder Nacht noch machen, weil du es vergessen hast. Ja? Aber ansonsten, die beste Zeit ist dann ab dem Duhr oder ab dem Asr-Gebet. Allahu alam, ich würde sogar vielleicht sagen, vielleicht ist ab dem Asr-Gebet am besten, dann ist auf jeden Fall definitiv der Abend da, aber es gibt die Meinung sowohl ab dem Duhr als auch nach dem Asr. Ja? Ikindi-Namas. Okay? Wenn man sie auch abends macht, nach dem Maghrib-Gebet, ist auch kein Problem, ist auch noch Abend. Und später, ja nee, es wäre besser, es vorher zu machen und nicht noch später als das, aber wenn man es vergessen hat, dann ist auch kein Problem,
Man sollte es auf jeden Fall versuchen, immer, immer, immer zu sprechen, weil wirklich da ist Schutz vor dem, vor bösen Augen, da ist Schutz für den Schutz, der Schutz vor Magie, Schutz vor Shaitan, ja, da ist sehr, sehr viel Schutz drin. Und gleichzeitig ist auch noch viel, viel Baraka da drin, sehr, sehr viel Segen, Segen für Ibadah, Segen für Gesundheit, Segen für Dien, Segen für alles. Ja, also man sollte unbedingt diese Adhkar morgens und abends sprechen. Und ganz ehrlich, liebe Geschwister, wenn man die spricht, alle zusammen, ja, alle zusammen, man braucht dafür ungefähr vielleicht 5 Minuten. Ja, vielleicht, wenn man jetzt nicht Arabisch sprechend ist und die noch nicht kannte, okay, dann kann es auch sein, dass man vielleicht 10 Minuten morgens, 10 Minuten abends braucht, ja, oder 10, 12 Minuten. Aber ganz ehrlich, es lohnt sich definitiv, ja, was da drin ist. Ich sage euch nur ein Bittgebet zum Beispiel. Darin sagt man dreimal: Raditu billahi rabban wa bil islami dinen wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ja? Ich bin zufrieden mit Allah als mein Herr, mit dem Islam als meine Religion und mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam als mein Prophet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Derjenige, der das dreimal sagt, morgens und dreimal abends, für ihn ist es verpflichtend, ins Paradies einzugehen. Hey, ich sage das in 10 Sekunden. Und da ist so viel Belohnung, subhanallah. Und ich könnte jetzt wirklich über viele davon sprechen, über viele Bittgebete darin sprechen, aber ich würde, glaube ich, auch dann, da würden wir inshallah vielleicht nochmal länger brauchen. Und bevor ich hier geschlagen werde, inshallah, denke ich mal, reicht das. Und dann machen wir inshallah hier und heute Schluss, inshallah. Und ich wünsche, dass Allah subhanahu uns die Rechtleitung gibt und den Taufiq die Möglichkeit gibt, dass wir inshallah auch so danach handeln. Und ich wünsche euch inshallah eine gesegnete Nacht. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, alhamdulillahi rabbil alamin. Und ich danke euch und ich bin mir nicht sicher, ob ich morgen inshallah live komme. Wenn nicht, dann irgendwann in den folgenden Tagen, spätestens am nächsten Wochenende inshallah. Und ja, wenn vielleicht ein Lockdown jetzt ansteht, vielleicht gibt es auch noch ein bisschen mehr Predigten inshallah. Möge Allah uns das Beste geben in Dien und Dunya und Akhira, uns allen und allen Geschwistern, Muslimen überall auf der Welt beistehen, alle Kranke heilen und alle Bedürftige speisen und ihnen Geduld schenken. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala jedem, der geprüft wird, auf egal welche Art und Weise, beistehen und standhaft machen. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin, amin und euch.